Easy peasy. Geht durch, ist okay. Das Ding ist, ich will einmal in meinem Leben richtig stabile Schuhe haben. Aber so nicht Neo-Nazi stabil, sondern mehr so Apache 207-Style. Und deswegen bin ich hier heute bei Doc Martens. Gehen wir einfach mal rein in den Lachs. Der hat einfach Sommer. Wir müssen in den anderen Laden rein. Ich muss das Ding ein bisschen verstecken. Hallo, das ist der Jaden, ne? Ja, ich glaube, das ist genau meine Größe. Interessanter Look. Direkt 2 Meter irgendwas groß. Und der kostet wie viel? 32. Mhm, knackig. Und so Mediamarkt-Style macht ihr nicht so, wenn das den günstigsten Preis online gibt oder so? Nee. Ist der immer so matt? Ja, die glänzenden wären besser. Aber ihr habt noch einen anderen Laden in Köln, oder? Ja gut, dann check ich mal den anderen Laden aus. Danke dir. Kriegt denn der Lachs hier auf? 230 Flocken für den Schuh. Ich glaube, die Leute haben Fantasien. Ich kaufe mir den online. Guck mal, die wollen mir Doc Martens verkaufen für 230 Euro und dann gibt's die online hier einfach für 160. Weißt du, was ich meine? Nee? Nee. Doch. So, hier. Ah, Vitali, wie wirst du die denn einlaufen? Ich hab gehört, Doc Martens sind voll hart. Ja, ich weiß, aber ich dachte, ich überleg mir einfach, ich gehe da einfach komplett durch und lauf einfach direkt 10.000 Schritte. Oh, Hallöchen. Na? Nicht gebraucht. Ja. Also, ich werde heute 0:00 mein Handy nicht mehr berühren und keine Bewegung mehr damit machen, damit der Steps-Counter auf 0 ist. Ich dann morgen früh nach dem Aufstehen, nachdem ich die angezogen habe, direkt einfach einen Durchgang machen kann von 0 bis 10.000. Mir irgendwas einfallen, wo ich hinlaufe oder so. Vielleicht laufe ich auch nur im Kreis, aber wahrscheinlich nicht. Weil heute brauche ich auf jeden Fall noch heile Füße, weil ich zum Training gehen werde. Und morgen ist eh alles egal. Und dann ziehen wir es durch. Dann würde ich sagen, bis morgen und hier kommt morgen. Der nächste Tag ist natürlich angebrochen, wie erwartet. Also gehen wir jetzt mal spazieren. Wir haben 15.44 Uhr und ich bin 26 Schritte gegangen. Fair, damit können wir arbeiten. Das heutige Ziel ist also 10.026 Schritte. Perfekt. Was gibt's denn eigentlich noch so für Einlaufmethoden, von denen ich gehört habe? They're hammering a shoe. Just buy secondhand and bake the dogs. Und lauf einfach direkt 10.000 Schritte. Kann man so YouTube-Video machen? Kann man. Ey, keine Schritte sammeln, ey. Test, guck mal. 26. Ja, passt auf jeden Fall irgendwie schon halbwegs. Dann gehen wir halt einfach mal los, oder? Auf jeden Fall, die Schritte sind jetzt ein bisschen gesammelt. Wir haben jetzt 1.700 und es ist doch leichter, als ich dachte, weil wir sind jetzt knapp bei 2.000. Da sind voll die süßen Hunde. Und ansonsten sieht das Wetter aus wie in so einer Sowjet-Ostblock-Großstadt, wo man eigentlich nach 10 Minuten Depression bekommt. Ich melde mich gleich wieder bei Schritt 4.000 oder sowas.
Was macht dieser große 2-Meter-Typ am Rheinauhafen? Warum läuft das verdammt nochmal? Das Problem ist, jetzt werden die Schritte natürlich größer, weil ich laufe. Jetzt müsste ich mehr Distanz gehen. Ich spaziere hier gerade so, wie ich eigentlich nie spazieren würde. Und das Coole hier dran ist, Casey Neistat, der war mal in Köln und der ist dann mal irgendwie nachts joggen gegangen und dann ist er hier stehen geblieben und hat ein, was auch immer, gevloggt. Ne? Und jetzt stehe ich hier, wie Casey Neistat. Fangen wir mal an. Oh, dieser Clipper. Oh nee, dieser Clipper, ich mach den mal ab. So, wir kommen voran. Wir sind jetzt im Maritim. Da war ich mal mit einem Kumpel nachts drin in der Opernhalle, sind einfach reingegangen. Gute Erinnerung. Hallo Jan, hier ist live on stage, hier vom Maritim Hotel. Und genau hier habe ich mal an einem Weihnachtsmarkt gearbeitet und Glühwein verkauft. Mit so einer albernen Mütze. Lange ist's her. Ja, aber wir bewegen uns langsam in Richtung Ziel. Weiß auch nicht, wer den Spielplatz hier eigentlich aufgebaut hat. Aber es scheint mir nicht. Warum ist denn es so laut hier? Und da, in diesem Laden, da habe ich mal im Lager gearbeitet für den Mindestlohn, damals noch für 8,84 Euro. Wir sind jetzt bei Schritt 6.155, ist egal. Jetzt muss ich meinen Schuh hier ausziehen, das ist ein Thumbnail. So. Ah, das ist YouTube. Weitergehen. Aber ich fahre jetzt mit der Bahn nach Hause und dann laufe ich die dann irgendwo die restlichen 3000 Schritte. Easy peasy. Schlussfazit. Tragt einfach eure Schuhe. Seid keine weicherlichen Weinhasen. Ich muss hier raus. Und abonnieren, favorisieren und euren Crush markieren. So, das waren jetzt 10.000 Schritte. Yeah. Tragt einfach doppelte Socken und tragt die einfach. Braucht ja nichts, Palaver, Malaber. Holt euch die richtige Größe und let's go. Das war's auch schon. Ich habe gar nichts eigentlich. Ich wurde für diese Schuhe mehr angeschaut, als für diese Kamera und das Stativ, das ich dabei hatte. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Geil kombiniert, meinen kleinen Spaziergang und dieses Video. 10.000 Schritte waren jetzt nicht so schwer. Ich hätte Lust, mal 100.000 Schritte zu gehen. Jetzt nicht in den Schuhen, aber generell. Naja, das ist eine Idee für ein anderes Video. Ciao. Man kann die Schuhe auch geil reinschlüpfen. Oder auch nicht. Nee, jetzt. Zip. Ich muss nach Hause, ich hab Hunger. Oh, God damn.